Blumen bitte an Sie. Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer 15344 und wir spielen Everybody's Gun to the Rapture auf der PS4 weiter. Ja, wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben. Da hat sich Rachel mit Rice oder Riz oder wie der heißt unterhalten. Mal sehen, ja, was genau nun vorgefallen ist. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Hier läuft irgendeine Melodie. Da hinten ist auch ein Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder konntet. Ich gehe jetzt mal hier kurz nach oben. Vielleicht können wir noch irgendwas finden. Oh, tatsächlich. Geht schon mal rein. Man sieht ja, die Leute sind alle, ja, beim Packen gewesen, um zu entkommen. Ich gehe jetzt mal hinten zum Licht. Ich muss mal kurz was am Mikrofon stellen, damit ihr Bescheid wisst. So, wo muss ich jetzt nochmal lang? Ach so, ich wollte ja zum Licht, genau. Catherine? Kate, bitte. Elizabeth? Lizzie, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist gut, wissen Sie, Sie und er, es ist nicht schwierig oder so. Sollte es das? Wie bitte? Sie meinten, es wäre nicht schwierig. Warum sollte es das auch sein? Das mit Ihnen und Steven ist lange her und dann ist er weggegangen. Für mich ist es jedenfalls nicht schwierig. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen, oder? Das haben Sie gar nicht. Hören Sie, Elizabeth. Ich, Lizzie, bitte. Lizzie. Gut. Sie scheinen ganz in Ordnung zu sein. Und ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber sehen wir das Ganze einfach realistisch, ja? Also, versuchen wir doch unser Bestes. Das machen die Briten doch so. Ja, das stimmt wohl. Dann tun wir mal unser Bestes. Tja, wusste das nun Kate, dass Steven und Lizzie was miteinander hatten? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht, wie gesagt. Ach, das sage ich die ganze Zeit, glaube ich. Aber wir werden das schon rausfinden. Denke ich mal zumindest. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier ist nochmal eine Karte zum Nachsehen, wo wir jetzt genau sind. Wir sind jetzt hier, also da unten. Das heißt, wir sind jetzt einmal um die ganze Karte fast gelaufen. Ah, interessant. Sie ist abgehauen. Sag sowas nicht, Reese. Das würde sie nicht tun, oder? Was ist mit Dylan? Sie hat sich nicht darum gerissen, auf ihn aufzupassen, oder? Sie hat's auf dich abgewälzt. Sie kommt nicht zurück. Dann lass sie halt. Sie denkt immer nur an andere. Bestimmt hat sie etwas Wichtiges zu erledigen. Dann bist du hier jetzt wohl der Boss? Also hauen wir wohl nicht ab, oder? Spanien kann warten. Pass auf. Du gehst da wieder rein und lieferst die beste verdammte Peter Pan-Aufführung aller Zeiten ab. Und ich hole deine Eltern. Versprich, dass du wiederkommst. Versprochen.
Das waren wohl zwei liebende Menschen. Glaube ich jedenfalls. Wissen tue ich es natürlich auch nicht. Ich gehe jetzt mal hier nochmal vorsichtig lang. Jetzt nicht, ja. Hier brennt sogar noch die Kohle. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum, bitte. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum. Ich habe mich mal kurz umgesehen. Ich weiß leider nicht genau, ob wir jetzt hier weiter können. Das werden wir ja gleich rausfinden, denke ich mal. Hier geht's bestimmt nicht weiter. Ja, wusste ich doch. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass meine Stimme auf einmal so laut ist. Ich habe ein anderes Mikrofon mir gekauft, weil das letzte schon so ein bisschen kaputt war. Und, naja, manchmal ist zu, ich weiß nicht, so zu ganz komischen Geräuschen gekommen ist. Also, dass man mich zum Beispiel gerade nicht gehört hat. So, sind wir jetzt richtig oder sind wir jetzt nicht richtig? Das ist jetzt die Frage. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum, bitte. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum. Wir folgen Lizzie einfach mal. Jetzt nicht, wo sie uns genau hinführt, aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Denke ich zumindest. Ah, das habe ich gerade eben schon mal gesagt, glaube ich. Ich folge dir, Lizzie. Keine Angst. Ich folge dir. Wie viele Parts jetzt noch von Everybody's Gone to the Rapture folgen werden, kann ich nicht genau sagen. Eigentlich sollte es nur bis zu 4 Stunden lang sein. Und ich spiele ja nun schon bald 4 Stunden insgesamt. Sollen wir uns jetzt die Aufführung ansehen? Ja, Tatsache, wir sollen uns die Aufführung ansehen. Das werden wir jetzt mal tun.
Also ich kann nicht genau sagen, warum es hier hapert. Irgendwie kann ich diese Erinnerung nicht öffnen. Schlaf, mein Baby. Schlaf ganz fest. Wolken und Sternenlicht überall. Wenn du aufwachst, bist du mein. Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schlaf, mein Baby. Ich kann nicht genau sagen, was jetzt passiert ist. Ich weiß es einfach nicht. Wow. Haben wir jetzt alles gelöst? Tja, das macht einen ehrlich gesagt etwas nachdenklich. Ich habe gerade die ganzen Menschen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es was miteinander zu tun hat, die wir nun schon ja gesehen haben und so weiter. Und was haben diese Lichter zu bedeuten? Sind das die Menschen, die alle gegangen sind? Ich würde es auf jeden Fall sehr gerne wissen. Mal sehen, ob wir das auch noch erfahren werden in diesem Part. Das wäre auf jeden Fall sehr toll. Wirklich sehr, sehr toll. Okay, das ist jetzt Steven. Sehr, sehr krass irgendwie gerade alles. Die Daten kommen schneller rein, als ich sie verschlüsseln kann.
zwei Prozessoren sind schon ausgestiegen. Einfach durchgebrannt. Bitte, ich liebe dich. Du musst da sofort raus. Es ist nicht sicher. Ich brauche dich, Steven. Ich brauche dich hier. Ich öffne das Tor manuell und lass dich rein. Es ist zu gefährlich. Du verstehst nicht, was hier draußen los ist. Nein, du verstehst das nicht. Wir können das schaffen. Wir können eine Lösung finden. Ich brauche nur mehr Energie. Ich muss das Signal verstärken. Das kann ich nicht alleine. Du hast die Chance gesehen. Du hast alles berechnet. Weißt du noch? Wir sind für all das verantwortlich. Du und ich. Es sind aber nicht mehr bloß du und ich, oder? Gott, Kate, du versuchst mit ihm zu reden, stimmt's? Kate, das darfst du nicht. Steven, ich muss es tun. Alles klar, dann wissen wir jetzt Bescheid. Also tatsächlich scheint es ein Erstkontakt mit einem Alien gewesen zu sein. Und wir sehen nun Steven, der uns hier jetzt seine Geschichte erzählt. Tja, das Sternenlicht war auf jeden Fall sehr schön. Völlig hin, der springt nicht an. Es ist nicht weit bis zum Camp. Wir sollten uns trennen. Du holst Rachel und ich gehe zurück zum Dorf und suche Evie. Wir sollten uns lieber nicht trennen. Finde ich auch, Charlie, aber wir müssen. Wir treffen uns später bei mir, okay? Dann können wir reden. Warum sagst du nicht, was passiert ist? Nein, nein. Du bleibst heute Nacht lieber im Camp. Komm morgen zu mir. Bring Rachel heim. Sie wird ihre Mutter brauchen. Mac! Kümmere dich um Mac. Sie. Mac! Was denn, Charlie? Nichts. Sei bitte einfach vorsichtig. Das werde ich, versprochen. Du auch. Wir sehen uns später. Ah, das ist schon ganz schön krass, wenn man das alles sieht. Hier sind wieder tote Vögel. Und das wird langsam dunkler, also die Sonne geht jetzt langsam unter, meine ich. Sehr interessant. Ich wundere mich, ich gehe jetzt hier rein. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Aber warum bist du dort? Wieso rufst du nicht von zu Hause an? Schwer zu erklären. Ich muss ihm überall hin folgen. Wenn es einen geeigneten Wirt findet, verstärkt es sich. Tut mir leid. Das ist schwer zu verstehen. Im Radio erzählen sie was von der Grippe und Quarantäne. Aber das... Ich weiß, dass du kein Doktor der Medizin bist, aber das klingt alles wirklich seltsam. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Aber es hat etwas mit neulich Nacht zu tun. Steven, dein Gesicht dieses Mal. Glaubst du, du bist infiziert? Es ist keine Krankheit, Lizzie. Es ist etwas anderes. Kate hat da was über Muster gesagt, aber ich begreife es noch nicht ganz. Okay, komm doch vorbei. Wir essen was und dabei reden wir in Ruhe. Hast du mit Kate gesprochen? Sie hat sich im Observatorium eingeschlossen. Sie steckt bis zum Hals in Daten. Aber es ist schon hier in der Außenwelt. Ich muss sehen, wie es sich anpasst. Wie was sich anpasst? Steven, erklär es mir. Die Zeit ist um. Lizzie, hör zu. Halt dich bereit. Ich muss los. Es bewegt sich weiter. Ich rufe wieder an. Tja, jetzt wissen wir natürlich, was auch passiert ist. Dieses Wesen scheint von irgendwo hergekommen zu sein und er scheint auch intelligenter zu werden. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ich werde auch gleich den Part beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen, mir etwas schreiben oder euch irgendwie anders, ja, mit mir in Kenntnis setzen. Ich gehe jetzt kurz zu dem Gebäude oder gehe ich zur Bushaltestelle? Geh kurz zu dem Gebäude.
du, es gefällt dir? Das Haus ist eine Bruchbude. Steven, ich glaube nicht, dass... Das ist ein Abenteuer. Wir können hier Wurzeln schlagen, eine Familie gründen. Bist du sicher, dass sie Kinder haben will und hier bleiben? Sie gehört schließlich nicht hierher. Fang bitte nicht wieder damit an. Ich meine ja nur, sie ist ehrgeizig, Schatz. Und sie ist, naja, älter. Sie wird nicht zu Hause festsitzen und die Kinder hüten wollen. Weil es für dich so mit mir war? Oh, hör auf, Steven. Das habe ich nicht gemeint und das weißt du. Ich sage ja nur, dass du dich entscheiden musst. Wenn du eine Familie willst, ja, du weißt ja, wie sehr Lissy eine Familie will. Scheiße, Mom, ich wollte keine Eheberatung. Ich wollte nur deine Meinung zu dem beschissenen Haus. Steven Appleton, wie redest du denn? Aber du musst das einfach einsehen. Kate ist die brillanteste, außergewöhnlichste, wunderbarste Person, die ich je getroffen habe. Sie ist wie niemand sonst. Die Art, wie sie die Dinge sieht. Es ist, als hätte sie ganze Welten in ihrem Kopf. Ich glaube nicht, dass du oder sonst jemand das wirklich versteht. Nun wissen wir natürlich Bescheid. Nun gut, Leute, ich würde mal sagen, ich beende hier den Part. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal bei Let's Play Everybody Gone to the Rapture. Bis denn und tschüss.